Guten Tag, Leute. Hier spricht euer Peter Gaming. Alter, das war jetzt heftig, wenn das wirklich stimmen würde, wenn wir im FA Cup spielen. Mit Swansea, Alter, wenn das echt stimmen würde. Boah, da bin ich extrem gespannt, wenn das stimmen würde. Fleiß und Fokus sind das Geheimnis toller Spieler und toller Teams. Und das will ich von euch heute sehen. Ja, Alter, das wäre was, wenn wir wirklich im FA Cup spielen dürfen. Boah, Alter, das wäre ein Traum, oder Leute, wenn wir im FA Cup spielen dürfen. Wenn wir im FA Cup wirklich spielen dürfen, Leute. Boah, Alter, das müssen wir noch mal machen, Alter. Boah, Alter, das Mann, ich finde. Ah, das wäre echt nice, wenn man im FA Cup spielen dürfen. Wenn man im FA Cup. Boah, C kann man eigentlich lassen, weil da bin ich echt nicht. Bei den zwei bin ich echt nicht so gut. Und da verlieren wir vielleicht ein bisschen an der Startelf, könnte ich mir vorstellen. Ah, Mann, das läuft doch wieder heute nicht ganz. Ne? Boah, Mann, das ist, ich finde schon, oh, Chancen erarbeiten ist echt blöd, ziemlich nervig, finde ich. Das finde ich. Ah, schau, das finde ich echt heftig, Chancen arbeiten. Hä? Was war denn das jetzt schon wieder? So muss ich die Tore machen. Bei 1 gegen 1, so muss ich die Tore machen. Ah, schade. Das war mein Fehler. Ah, jetzt sieht's.
Ah, schade. Das sieht aber besser jetzt aus. Bei Chancenarbeiten sieht es besser an. Warte mal ein bisschen. Boah, C kann man lassen, weil besser wird mal eh nicht in der Sache. Aber wenn wir wirklich im FA Cup spielen dürfen, boah, das wäre so nice. Das wäre richtig nice, im FA Cup zu spielen, Leute. Das wäre richtig cool eigentlich. Werd mal sehen, ob wir jetzt wirklich im FA Cup spielen dürfen mit gegen Swansea. Bin ich mal gespannt, Leute, wenn wir wirklich zu Swansea gehen dürfen. Bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Leute, und es passiert wirklich. Wir spielen gegen Swansea City. Wow. Und es sieht aus, dass es der F und es ist der FA Cup, Leute. Hä? Hä? Wir sind jetzt in der Reserve? Warum mussten wir das simulieren? Das verstehe ich gerade nicht. Wir wären im FA Cup gewesen und wir müssen simulieren. Was war denn das? Was war das gerade? Ich verstehe es gerade nicht, oder Leute? Ich verstand es gerade nicht. Du wolltest mich sprechen? Williams, raus. Alex, seit du zu uns gekommen bist, hat sich bei diesem Verein und bei dir viel Gutes getan, denke ich. Es war eine tolle Erfahrung, Boss. Hoffentlich läuft die Rückrunde noch viel besser. Für dich auf jeden Fall, für uns nicht unbedingt. Was soll das heißen? Heute Morgen hat sich dein Verein bei mir gemeldet. Sie wollen offensichtlich, dass du wieder zu ihnen zurückkommst. Jemand hat bei seinem Gastspiel eine Menge Eindruck geschindet, ne? Es war eine echte Lernerfahrung, Mr. Agostino. Danke. Ich danke dir, Alex, für alles, was du hier geleistet hast. Leute, wir dürfen zurück nach Liverpool, Leute. Was war das denn? Ich gehe zurück in die Premier League. Und ich hoffe, Leute, Glückwunsch, Mann. ich hoffe, dass er auch in die Wir Premier sehen uns League bald, kommt. ja? Ich hoffe, dass Danny Williams hat echt verdient, Premier League mitzugehen. Wow, wir sind Erster! Leute, Liverpool ist Erster! Wir führen die alle, das ist ja nicht normal, Liverpool. Alter Schwede. Nicht schlecht. Und heute ist gleich Training, Leute. Heute ist gleich Training in Liverpool. Ich glaub nicht. Sieh mal an, wen haben wir denn da? Hast mich vermisst, Lili? Ah, Zipfel. Am Zipfel. Willkommen zurück, Alex. Was ist passiert, Toro? Ist mir egal. Ich bin eh schon zur Tür raus, Andy. Hey, Guess. Hey. Ein Rückkehrer, wie nett. Also, der soll mich ablösen, Was redest du da, Guess? Was meinst du, Alex? Kannst du mit mir mithalten? Hey, Mann. Das weißt du doch. Die neuen SAS, oder? Wird erwachsen. Pass auf. Das nächste Mal sehen wir uns auf dem Platz. Hä, was geht nicht? Walker ist dem Geld gefolgt. Das hast du verpasst, Hombre. Okay, das reicht jetzt. Schwingt eure Hintern auf den Trainingsplatz. Macht schon. Alter, was ist mit dem L? Alter, jetzt sind wir in Liverpool und The Walker folgt Geld. Oh, Scheiße. Hey, hör mal zu. Du solltest überlegen, wem du Gesellschaft leistest, Alex. Keine Ahnung, was mit ihm los ist, Boss. Nun, ein bisschen Ruhm kann eine gefährliche Sache sein. Wir waren echt dicke, fast wie eine Familie.
Aber seit der Ausleihe haben wir uns nicht mehr gesprochen. Aber jetzt, wo ich zurück bin... Walker bestand auf einen Auflösungsvertrag. Der Vorstand hat ein Angebot angenommen. Von unserem größten Erzrivalen. Das ist Wahnsinn. Bist du bereit für deine Chance, Junge? Diesen Jungs hier. Denen gilt jetzt meine Loyalität. Streng dich an im Training. Und gib mir alles, wenn du da rausgehst auf den Platz. Du bekommst deine Chance, Hunter. Okay? Alter, Leute, jetzt spielen wir für den Liverpool, Leute, wieder. Und wir wollen jetzt für Liverpool spielen. Und wir wollen zeigen, dass wir es wert sind. Und der Walker, alles schon heftig mit dem Walker, oder? Okay, Jungs, legen wir los. Aber mit Walker ist schon heftig, oder, Leute? Oh, Flügel wechseln und Pass beherrschen, okay. Okay, das müssen wir jetzt gut machen, weil wir brauchen jetzt wieder ein bisschen Bewertung besser. Oh. Ah, wieder. Wir müssen ein bisschen fester drücken, glaube ich. Ganz opti. Ja, so geht's besser. Ah, ich. Das ist schöne Punkte, glaube ich. Ja. Ah, Mann, das heißt, wir müssen es wiederholen nochmal. Oh, Mann. Oh, das ist. Oh, alle, nochmal Versuch, alle. Hä? Hä, was ist. Oh, alle, das funktioniert. Alle, was ist denn so los zur Zeit? Hä, warum funktioniert. Alle. Alter, was war denn das gerade, dass du so Probleme gibt? Weiß ich. Alter, was. Im ersten Training gleich so miserabel, oh Mann. Ja, klar, heute. Oh Mann, das Training läuft ja richtig schlecht heute. Super, alles war richtig schlecht. Boah. Oh Mann, das fängt ja schon richtig gut an, oder Leute? Ah, Mist. Oh Mann, jetzt. B kümmern lassen. Alter, was war denn das vom ersten Mund? Alles war ja richtig schlecht von uns. Muss man echt sagen, es war nicht gut von uns. Das war ja richtig schlecht, Leute, meine Mann. Das erste Training wieder in Liverpool hat uns echt nichts gebracht.
Wow, das ist ja der absolute Hammer. Aber das sieht ja so aus, als wäre da ein Whirlpool drin. Ich fasse es ja nicht. Wow, das hat sich ganz schön verändert. Ja, lange her. Das gehört alles dir, Alex. Großartig. Du hast es geschafft, mein Junge. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft, Mom. Na komm schon, sieh Michael. Dir das an. Jim! Das an. Für sie wäre das wohl ein Zacken zu schrill. Da fehlt Beige. Das war ein Witz. Ganz schön übertrieben für einen Teenager, oder? 1968 ist eine ganze Weile her, Jim. Ich musste mir ganz schön den Arsch aufreißen, um diese Bude hier zu kriegen, Mann. Ein kleines Lob würde jetzt sicher besser klingen. Da ist er ja schon. Der Premier League-Überflieger, der erwachsen geworden und jetzt zu allem bereit ist. Michael, damit hätte ich nie gerechnet. Na dann gewöhn dich mal dran. Denn so sieht das Leben eines Profis aus, weißt du. Hab doch gesagt, aus dir wird was, Junge. Ja. Tja, dann werde ich mal besser gehen. Okay, bis dann. Michael. Sie sind Alex' Agent, kein Familienmitglied. Vergessen Sie das bitte nicht. Oh Mann, der Opa ist ein bisschen komisch, oder Leute? Oder? Wow. Schon heftig, was so abgeht, oder Leute? Bin ich mal richtig gespannt. Zurück zu Liverpool jetzt endlich. Oh. So Leute, aber ich denke, jetzt werden wir uns erstmal ein bisschen gucken. Aha, Liverpool führt, hat schon 14 Siege, 5 Unentschiede, eine Niederlage nur. Okay. Dann gucken wir mal ein bisschen die soziale Sache, Mann. Oh, Alter, der ist ein bisschen angepisst, unser Gerrit Walker, weil er jetzt gehen muss, oder Leute? Aber ich denke, Sache, Leute, wir können jetzt ein bisschen Attribute mal machen, ein bisschen. Warte mal, was können wir hier? Sprinttempo, Beschleunigung. Haben wir 2, zu wenig, okay. Powerkopf. Das könnte man machen, das wäre am besten. Okay, gut. So, Tempo sind wir gut. Schießen müsste man noch ein bisschen besser werden. Passen noch ein bisschen besser. Dribbling. Defensive sind wir halt nicht so gut, aber ist ja nicht schlimm, Leute. Hey Leute, ich würde sagen. Somit sagt euer Peter Gaming tschüss, Alter. Das war so eine schöne Folge. Und dann sagt euer Peter Gaming tschüss, bis dann und PG, bis dann.